Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Ist das nicht schön? Heute ist interdimensionaler Tag des Lächelns. An diesem Tag geht es ums Lächeln und darum, andere Leute zum Lächeln zu bringen. Geh und mach ein paar Leute glücklich, Lehrling. Ich dachte gerade schon, ich habe das jetzt als Aufgabe bekommen. Okay, die neue Stadt hat auch schon 152 Miora produziert. Das ist schon mal schön. Bei näherer Betrachtung scheint es dir wirklich gut zu gehen. Wirklich schön zu sehen. Okay, 20 Berichterstattungen. Nehmen wir natürlich auch gerne an. Ah, nachgiebig. Mist. Das hätte ich jetzt haben müssen, bevor ich diesen Weltensamen schon erschaffen hatte, den ich jetzt neu erschaffen habe. Deswegen habe ich euch nämlich auch direkt mit dabei. Wir schauen noch mal kurz in der Stadt nach. Ach, wieso? Machen wir das eigentlich nicht einfacher und schneller? So, oh, da haben wir auch direkt was zum Abholen. Da ist die Truhe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, die Waldregion. Da müssen wir nochmal hin. Oh, ist das ein neues Gebäude? Das sollten wir uns genauer ansehen. Nein, sollten wir jetzt gerade nicht, weil wir... Ach, vielleicht kriegen wir das jetzt mit dem Pulli. Es sieht einladend aus, aber ich werde mich nicht hineinlegen. Warum nicht? Hallo, du solltest mit mir reden. Ich arbeite gerade an einem Bad aus lauter Bienen und dachte, ich fange mit einem Ringeltier gleichmütig Schnauze an. Kannst du mir ein schnauzerähnliches Ringeltier gleichmütig bringen? Vielleicht. Du machst es? Gut. Du weißt, wo du mich findest. Ja, ich hab eins, ich hab eins. Juhu! Hey, hey, das ist perfekt. Danke, Bienenbart, ich komme. So, der hatte zwar bei mir einen roten Pulli angezeigt, aber von mir aus. Dann haben wir halt eine andere Quest. Ach nee, wir haben jetzt nichts zum Einfordern gehabt, wir haben noch was bekommen, ne? Ich bin auch doof. Okay, wir haben neue Leute, die einziehen möchten. Und ich sehe jetzt gerade keine Quest. Mal gucken, was ist denn mit dir? Ach je, ein Badehaus. Wir haben immer noch kein Badehaus und wir können, glaube ich, auch immer noch kein Badehaus machen, soweit ich weiß. Aber, ja. Also, gut. Du hast genug geplappert, genau. Wir schauen erstmal, was wir denn bedienen können. Ich grüße dich, mein Freund. Auch ein Badehaus. Wollt ihr mich denn alle veräppeln? Ich kann noch kein Badehaus. Gesundheit. So. Oder kann ich schon ein Badehaus? Nee, ich meinte aber nicht. Picknickplatz, Bibliothek, Getreidemühle, Farm, Tempel, Stadtgarten, Blumenland, Taverne, Gemischtwarenladen, Restaurant. Nee, also Badehaus kann ich definitiv noch nicht. Wir könnten natürlich mal gucken, ob wir eventuell sehen. Blaupausen. Friseur. Badehaus. Ach, das war die Sache mit dem Holz. Das ist doof. Ja, dann kann ich aber theoretisch doch die beiden einziehen lassen. Ja, ja, ja. Wir lassen euch mal einziehen. Und zwar, ihr geht jetzt alle ins erste Haus, bitte. Wo ist der andere jetzt hin? Hast du das? Nee, oder? Doch, du bist so... Doch, doch, doch. Das war nämlich auch irgendeiner mit schlechter Laune. So. Ich lasse euch mal einziehen und schau mal... Wo sind wir denn hier mit der Hacke? Da. Und schau mal, wo wir jetzt noch genau Bäume... Ne, hier wahrscheinlich nicht. Wo wir jetzt noch mal genau Bäume fällen konnten. Weil das war ja so eine Art kleine Insel. War das schon hier? Oh nein, nicht backen, nicht backen. Okay, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier alles leer machen muss. So. Holzblock florierend. Die Frage ist jetzt, welche zählen dazu?
Jetzt haben wir 17. Ja, da steht auch nur Holz. Da steht wirklich nicht. Jetzt haben wir 17. Ich guck mal. Also, wenn wir jetzt bei Holzblock florierend mehr bekommen. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob wir eben 15 oder 17 hatten. Holzblock florierend. Das ist nämlich auch nur 2. So. Mal eben gucken, damit ich mir sicher bin. Ja, jetzt haben wir 19. Okay, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, dann holzen wir hier einfach mal die ganzen schönen Bäume ab. Ich mache das zwar nur sehr, sehr ungerne, aber ich möchte ja schon die Blaupause haben, damit ich dann auch natürlich Kammer des Gedeihens? Doch, da waren wir doch schon drin, oder? Ach nee, da kommen wir noch nicht rein. Das war's. Aber warum eigentlich nicht? Hier kann ich ja gar nichts freiräumen. Also ich weiß schon, wo die nächste Kammer ist fürs nächste Liedfragment. Oder das übernächste, ich bin mir nicht sicher. Aber ich komme immer noch nicht hin. Das ist natürlich doof. Mal schauen. Vielleicht kann mir da auch später irgendeiner helfen oder so. Dass einer sagt, ich habe jetzt die große Entdeckung gemacht. Ich habe da eine Kammer entdeckt oder was weiß ich was. Dass man immer nur 2 Holzblöcke bekommt. Das ist aber ganz schön mühselig, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob das gewollt ist hier mit dem Ton. Oder ob das jetzt tatsächlich ein Bug ist, weil man hier zu nah an diesem Ding dran ist. Hinten haben wir auch nichts, ne? Eine Ecke oder so? Nee. Kann man da... Man kann... schwupp. Okay. Sollte ich mich lieber nicht drauf verlassen. Ja, ich würde sagen, ich kürze das Ganze jetzt hier mal ein bisschen ab. Ich werde weiter gucken und hacken und sammeln und werde euch dann gleich hinzuschalten, wenn ich das Ganze abgeschlossen habe und ja, einfordern kann. Dann bauen wir das Ganze gemeinsam und dann hoffe ich, dass wir dann für die nächste Folge 2 ganz fröhliche Gesichter sehen, weil die im Badehaus arbeiten wollen. Da war ich auch schon, das ist offener. Ja, ich mach mal einfach hier weiter. Bis gleich. Ja, perfekt. Damit können wir dann endlich die Blaupause einfordern. Oh. Achso, ich weiß ja gar nicht, ob wir es überhaupt bauen können. Haha. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber zumindest haben wir es schon mal freigeschaltet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Dabei fiel mir übrigens ein, wo ich gerade hier rumgelaufen bin. Nee, das ist noch blockiert. Dass wir ja hier noch dieses Rätsel im Wald haben. Ich glaube, es war irgendwo hier. Es war nicht hier. Aber... Diejenigen unter euch, die zugeschaut haben, die wissen, welches Rätsel ich meine. Da waren 4 Sicherungen, die reingemacht werden müssen. Und nur eine davon war da. Und 3 müssen wir suchen. Falls da jemand eventuell eine kleine Anmerkung zu hat, einen kleinen Tipp für mich, ob das später kommt oder ob ich irgendwas Spezielles machen muss, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich finde es jetzt gerade leider auf Anhieb nicht mehr. Das heißt, ich müsste dann auch nochmal komplett durchlaufen. Weil ich das nämlich schon gerne machen würde, aber ehrlich gesagt total ratlos bin. Warum laufe ich jetzt eigentlich noch weiter? Total ratlos bin, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Und keine Ahnung habe, ob man die eventuell kaufen kann oder ähnliches. Oh, wir können das Badehaus schon bauen. Perfekt, perfekt. Oh, ist das hier groß. Perfekt, perfekt, perfekt. Ah, dann würde ich sagen, da das so groß ist, natürlich richtig herum, dass wir das relativ bis nach außen stellen. So, damit wir nämlich die kleineren Sachen davor auch noch machen können. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel, so wie es aussieht. Ich kann nur sagen, das ist echt schrecklich, dass das immer so schnell dunkel wird. Ach so, schade. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich hier mal drüber fliegen und mal gucken. Ach, war das jetzt hier oben eigentlich weg? Beim Wasserfall könnten wir auch mal gucken, aber ich glaube, da ist so nichts. Aber hier oben, das ist weggemacht, ja. Da ist zwar jetzt leider nichts frei, also nichts dazugekommen, was wir
irgendwie für uns beanspruchen konnten oder so. Aber nee, es ist gar nicht so dunkel. Es ist nur der halbe Tag vorbei. Das ist das, was gebaut wird. Genau. Wir laufen mal eben oben zum Wasser. Wobei, ich glaube sogar... Was wird das? Warum fliegen hier auf einmal Luftballons in der Gegend herum? Da ist auch noch... War das schon die ganze Zeit? Ehrlich gesagt ist mir das bisher noch gar nicht aufgefallen. Das schon wieder? Was geht denn jetzt ab? Okay, wir laufen aber trotzdem mal eben kurz zum Wasser. Wobei, wie gesagt, ich meine, ich war hier schon. Okay, da haben wir die Fische. Da hinten können wir theoretisch rüberspringen, aber das bringt uns jetzt nicht wirklich was. Waren wir denn hier oben auch schon mal? Ah ja, doch, wenn wir von hier unten aus da hinkommen, wahrscheinlich ja. Also dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier oben auch schon mal waren. Ja, viel haben wir jetzt im Moment nicht zu tun. Ich würde sagen, ich gehe... Ach, da kommen wir raus. Ah, bei dem einen Naturschutzgebiet, genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt erst noch mal zum Weltenbaum gehe. Und ja, dann eventuell 2 Tage zusammenfasse, weil heute kann man ja leider nicht so viel machen. Also, bis gleich. Ich habe gerade gesehen, dass hier auf dem Festplatz wieder jemand da ist. Also machen wir jetzt einfach doch hier weiter. Goldene Freunde Statue könnten wir theoretisch für 50 kaufen. Wieso haben wir keine 50 mehr? Ne, 50 Tickets sind das. Moment. Ja, wie kriegen wir denn die Tickets überhaupt? Mysteriöse Essenz, die haben wir auf jeden Fall schon. Goldschlüssel, den kriegen wir auch noch von woanders. Knappenhut haben wir auch einen. Professorbrille haben wir 2. Edler Statuthut. Ja gut, den haben wir abgegeben, glaube ich. Können wir mit dir nochmal reden? Freue dich, Freund. Heute feiern wir den interdimensionalen Tag des Lächelns. Möchtest du gern mit uns feiern? Hier ist alles, was du wissen musst. Heute arbeiten Wesen im gesamten Multiversum zusammen, um andere glücklich zu machen. Es ist überall gleichzeitig schön. Okay. Das war's jetzt, oder wie? Ach, deswegen wahrscheinlich auch die Luftballons, ne? Ja. Die Geräusche sind zwar ein bisschen seltsam hier. Auch sehr laut. Wo kommst du denn her? Hallöchen. Haha, du hast mich gefunden. Ja, was war das denn gerade hier? Hallo? Bin ich jetzt dauernd an dem vorbeigelaufen oder tauchen die einfach so kreuz und quer auf, wo man gerade rumläuft? Also ich glaube nicht, dass ich den nicht gesehen habe, oder? Okay, wir haben Locken bekommen. Ziemlich hässliche Locken. Aber gut, wer sie haben will, der kann sie dann wenigstens bekommen. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und so schnell sieht man sich wieder. Wir hatten ja hier den Samen sozusagen nach Hause geschickt. Aber ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Samen gemacht. Ich habe das auch aufgenommen, habe das jetzt allerdings nicht groß kommentiert. Wenn ich dran gedacht habe, dann habe ich das, ich glaube, in der letzten Folge dann noch im Nachhinein hinzugefügt. So, und zwar ist das ein Weltensamen. Ja, steht nicht drauf, was das für einer ist. Zeigt er uns wahrscheinlich gleich nochmal. Es sieht wieder sehr trostlos aus, aber es ist reich und... Oh, entlasse einmal... Ja, das mit dem Entlassen ist aber jetzt auch schon ein bisschen her, Leute. Ne? Warum kann ich das jetzt erst einfordern? Wo bin ich denn da? 3-mal soll ich anscheinend entlassen. Vorteil Auftaktdistanz. Erhöht die Entfernung. Ich darf es nie zu Ende lesen. Ich weiß nicht, warum. Sie mögen es einfach nicht. Nee, wir sollen 5-mal sogar entlassen. Okay. Ja, dann schauen wir aber nochmal eben in der Welt. Das sieht natürlich jetzt sehr trostlos aus. Was aber auf jeden Fall neu dabei ist. Nein, jetzt brauchen wir hier auch Sicherungen für... Oh, ist das euer Ernst? Also, spätestens jetzt bitte ich euch nochmal inständig, weil ich bin zu blöd dazu. Ich habe es irgendwo übersehen. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wo man diese Sicherungen bekommt, dann bitte, bitte sagt es mir. Weil
Ich meine, hier könnte ich es mir eventuell noch vorstellen, dass man das vielleicht irgendwo finden kann in der Welt. Ich denke jetzt nicht, dass wir es jetzt finden können, weil hier können wir jetzt nur ein paar Sachen machen. Vielleicht kriegen wir es mal irgendwo rausgehauen oder so, keine Ahnung. Aber wir brauchen die ja nicht nur hier, wir brauchen die ja auch woanders. Dementsprechend, ja, wäre es halt doch sehr, sehr nett, wenn ihr mir das schreiben könntet. Wenn ihr es wisst, natürlich nur, wo man diese Sicherungen herbekommt. Ich werde auch nochmal in dem Dorf gucken, wenn ich dran denke, ob man die vielleicht irgendwo mal kaufen kann. Ich glaube, in der Bäckerei oder so konnte man ja auch die Schlüssel kaufen. Ja, ansonsten... Ansonsten werde ich mich auf jeden Fall noch in der restlichen Zeit hier um die Welt kümmern. Und sollte noch irgendetwas Aufregendes passieren, schalte ich euch gleich nochmal hinzu. So, ich habe jetzt gerade nochmal ein paar Sachen hier ja quasi verwertet. Und ich möchte dann mit euch zusammen nochmal einen Samen erschaffen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir haben sogar noch einen frei. Dieses Nachgiebig werde ich auf jeden Fall... ja, vielleicht mal alles da reinmachen, weil momentan meine ich, dass wir das noch nicht so brauchen. Und ich brauche auf jeden Fall eine Gegend, wo wir das drin haben. Verspielt bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das haben wir, glaube ich, mal irgendwo drin. Lebhaft habe ich, meine ich, beim, nee, niedlich habe ich beim letzten drin gehabt auf jeden Fall. Verträumt ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da auch wieder was bekommen. Aber das können wir ja eigentlich ganz gut aufstocken. Schwammartig habe ich gerade bei der neuen Welt. Die muss erstmal ein bisschen hochkommen. Ja, ich würde sagen, ich mache nochmal verspielt mit 10 rein. Lecker ist natürlich auch immer gut. Haben wir aber auch noch ein paar Welten von... Ja, weich haben wir, glaube ich, jetzt so nicht so. Was natürlich nicht heißt... Bitter könnten wir auch nochmal reinmachen. Es war natürlich nicht so ein schönes, aber na gut. Funkelnd haben wir auch noch nicht so oft. Machen wir auch nochmal 10. Und dann machen wir das mit reichlich oder mit üppig. Ja, ich würde sagen, üppig haben wir, glaube ich, jetzt beim letzten Mal gehabt. Dann füllen wir das nochmal mit reichlich auf und erschaffen den Samen. Reichlich, genau, reichlich. Ja, und da mir jetzt für heute leider, wie schneller Abgang, ich habe gerade hier mit Alambic gearbeitet, was soll das denn? Da ich ja heute nicht mehr wirklich was zu tun habe, würde ich sagen, machen wir daraus mal eine etwas kürzere Folge. Was kommt jetzt? Oleander hat sich zu einem aufmerksamen Jungen entwickelt. Ja, sollte uns das jetzt irgendwas sagen? Nein. Was ich eigentlich sagen wollte, dass wir dann hier die Folge erstmal beenden. Dann wird das heute eine etwas kürzere Folge. Und dann schauen wir mal morgen. Ja, ich werde euch nicht mitnehmen, wenn ich die Leute ins Badehaus reinstecke oder das jetzt dekoriere. Weil, ja, es ist halt natürlich immer das Gleiche. Aber wenn irgendetwas Spannendes passiert oder wir eine Quest bekommen oder irgendwas, dem wir nachgehen können, dann seid ihr natürlich wieder mit am Start. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao!